Hallo, 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 der Juri mit Let's Play Your Level. Wir sind angekommen bei Shiba 1234. Das Plus bedeutet, ich soll Safe Staten, also werde ich einfach mal Safe State setzen, so viel wo geht, wie geht und wo geht. Wo immer nur geht. Mario's Long Adventure, a One-Level Hack Demo. Demo, Demo. Long Adventure klingt übrigens schon kritisch. Well, welcome today, Mario. Möchte reisen. Ja. Muss ja auch unbedingt eine Weltreise sein, ne? Es startet auch, bitte? Das ist eine lange, das wird eine lange Reise. Okay. Tutorial? Tutorial? Wofür brauche ich ein Tutorial? B, Y und B? Wirklich? A? Y und unten? Okay. Ja, oder ich mach's so. Ich weiß ja nicht, aber... Mögen meine klugen Viewer mir sagen können, ob das Ganze wirklich von ihm ist? Oder ob das Ganze... Ich habe nämlich das Gefühl... Ich weiß nicht warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze wieder von irgendwoher anders stammt. Das ist nicht böse gemeint, um das nochmal zu betonen. Das taucht ja schon mehrfach auf. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach gesundes Misstrauen. Weil ich immer... Ich hatte des Öfteren schon den Fall, ja? Das ist ja jetzt die dritte Runde Let's Play Your Level. Und ich hatte schon öfter den Fall, dass irgendjemand sich dachte, das Ganze machen zu können. Dass er einfach den Hack von dem anderen nimmt und als seinen ausgibt. Dementsprechend, vor allem, es wirkt halt immer sehr verdächtig, wenn dann englische Texte auftauchen, ne? Und deswegen, falls jemand da was weiß, schreibt mir mal bitte. Wäre auf jeden Fall super toll. Danke, danke. Und wir gucken, Moment, da links kann man rein. Oh mein Gott, ist das toll. Das ist cool, dass ich da rein kann. Und dann nicht weiß, wo ich was mache. Okay, Sprungbrett. Damit kann ich da hoch oder da weiter. Sind das echt Aua-Aua-Stacheln? Ja, es sind Aua-Aua-Stacheln. Pomps. So. Hier lang? Da unten war doch was. Nein, das habe ich mir gerade einfach einbilden wollen wahrscheinlich. So, oh, 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 oh. Die Decke ist uncool. Die bringt mich nämlich total aus der Fassung gerade, weil ich nicht mitrechne, dass da eine Decke ist. Wofür war jetzt das Sprungbrett? Eis. Okay. Eis und Schnee. Ole ole. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum er sagt, ich soll safe... What the fuck? Das wollte ich nicht mal. Okay, warum ich safe staten soll? Denn wenn ich das Level komplett ohne Safe States gerade jetzt hier machen sollte, könnte es sein, dass ein einziger Fehler dann 6-7 Minuten Zeit... neu reinholt. Ah, okay. Ich weiß nicht, will ich um... So viele Wege... Ich kann nicht mal alles erkunden, weil es einfach so verdammt viel ist. Das ist mein Tod. Weil es wirklich so... Moment, tötet mich das? Nein, okay. Hier wäre der P-Switch gewesen. Wir nehmen den einfach mal mit. Würde ich sagen. Und holen uns damit, was auch immer in so einem Block sein wird. Ja, nein. Da habe ich nicht ganz mitgedacht. So, ich hätte auch einfach so machen können. Ah, da können wir uns das Leben auch einfach holen. Ah, Leben. Spannung. Cool. So, so, so. Hier lang, weiter, bitte. Ich muss hier lang. Ich bin Arzt. Ganz wichtig. What? Das war jetzt irritierend. Also, an der einen oder anderen Stelle finde ich das Gimmick dann doch gar nicht mal so klug benutzt, persönlich. Weil ich da zum Beispiel absolut nicht mit gerechnet habe. Jetzt sind wir auf einmal in einer Höhle, die mit Totenköpfen, Totenschädeln markiert, dass sie gefährlich ist.
Das ist eine nette Höhle, dass sie das selbst macht, aber ja. Womp? Opa? Mensch, gutes Commentary. Ich benenne einfach die Gegner. Goomba, Womp. Rutsche, Bewegblock, Stachel, Koopa. Womp. Ja, lassen wir das. Koopa. Nein, hör auf jetzt. Jeebus. So. Hier lang. Kann ich da rein? Kann ich da hoch? Nein, ich will da hoch. Ah, super. Und da das komplette Level ja weiterhin eine Decke hat, gucke ich gar nicht weiter. Das schickt mich jetzt random in das Land von irgendwo, wo man runterfällt. Gut. Also will ich damit vermutlich in die Richtung und dann will ich hier lang und dann der Stachel und dann da unten. Power up. Yepa. Yepa. Yippidibidib. Digi digi digi. Digi digi du. Digi du. Digi du. Du. Blind Jumps machen Spaß. Das ist nicht ganz blind, aber wenn man schon die Münzen da hinsetzt, kann ich ja wohl erwarten, dass da irgendwas ist. Das ist fies. Vor allem, dass der da nicht ganz durchfährt, ist fies. Wops, 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 wops. Lass mich da hoch. Oh Gott. Okay. Nicht ganz so netter Höhlenpart ist nicht ganz so nett. Und ganz plötzlich wird es Nacht. Es ist scheinbar eine echt längere Reise. Ja, und jetzt wird der Mario langsam müde und träumt von irgendwelchen magischen Röhren. Die Spinies ausspucken. Und ihn tot sehen wollen, denn die da wird ihn zerquetschen. Ist das ein Power-Up? Ja. Nein, es war ein Geisterhaus. Es sind keine bösen Träume. Ganz plötzlich ergibt alles Sinn. Komme ich da rein? Ja, so gerade eben. Oh, buh. Du erschreckst mich nicht. Wieso ist es ein rutschiges Geisterhaus? Oh, es ist fies. Tür. Reset-Tür. Fuck no. Fuck no. 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 Da lang. Okay. Du bist fies. Du bist fies. Du bist sowas von fies. Geh da weg. Ja, perfekt. Da, 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 da. Ich habe so ein paar kleine Probleme hier zu erkennen, wo ich denn lang muss. Ist das wieder eine Reset-Tür? Ich nehme es einfach jetzt an. Es könnte das Geisterhaus-Rätsel sein, dass ich die richtige Tür finden muss. Ja, so halt. Wo bin ich jetzt gelandet? Mehr Türen. Wo führt die mich hin? An den Anfang. Da rein. Und darüber? Nein! Nein! Ja, wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Fuck, wo bin ich? In noch einer Tür. Und da kann ich nicht wieder rein. Oh, es ist gemein. Ich will da rein. Oder da hoch. Und dann da weiter. Und dann vielleicht... Da war ein Schlüssel. Oh. Wo führt mich der denn jetzt hin? Mit dem Oh, verstanden. Oh, es ist gemein. Wenn man das nicht weiß, ist es echt gemein. Okay. Diese Tür führt mich wieder irgendwo hin. Wo auch immer das jetzt schon wieder ist. Keine Ahnung. Was ich aber wahrscheinlich machen will, zumindest vermute ich das. Wo ist meine Plattform? Wow, das war gewagt. Was ich vermutlich machen will, ist den Schlüssel hier hinstellen, da der dann als Plattform für mich dient, damit ich so, tada, in die Tür kann. Da, 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 da. So, wir haben es geschafft, raus aus dem Geisterhaus. Das war ein wunderschöner Reim, wie ich finde. Und in das nächste Gebiet, das da wäre ein immer noch rutschiges, wenn ich das richtig gesehen habe. Bist du rutschig? Ja, ein bisschen. Ja, da geht's nicht rein. Wassergebiet. Gidi. Gidi, gidi, gidi. Halb. Da geht's... Oh, was war denn jetzt auf einmal los? Ich hab 300 km/h Rutschgeschwindigkeit gehabt. Das war... verwirrend.
irritierend. Ja, irritierend trifft es, glaube ich, besser. So. Wir brauchen deine Hilfe und dann geht's da hoch. Ich hasse diese Decke. Wer auch immer dachte, es ist eine gute Idee, eine Decke einzubauen. Nein. Ich meine, klar, es verhindert, dass das überall drüber springen. Aber es irritiert. So irritierend. Kann ich da rein? Nein. Will doch nur irgendwo rein. Bitte. Bitte. Brr. Tod und Zerstörung. So. Dir geht's nicht gut da in den Münzen. Oh, das Gebiet mit dem Wasser hat ein paar fiese Slowdowns. Muss ich ja schon mal sagen. Und es geht abwärts. Es nimmt einfach kein Ende, ne? Also... Ah, doch, es nimmt ein Ende. Thank you for playing. Demo. I hope you... Das ist sowas von garantiert nicht von ihm. Wie ich jetzt denken würde. Weiß es nicht. Wenn das irgendwer bestätigen kann, bitte, dann kommt da ein anderer Name ran. Ansonsten, wenn man bedenkt, dass ich... Es ist ein geiles Level, das stimmt schon. Aber es ist mir wieder zu lang. Wenn ich... Weil er hat es als ein Level Hack tituliert. Da muss man schon wieder... Da muss man das schon wieder ganz anders sehen. Weil er wirklich sagt, das Ganze wird ein Level Hack. Aber man hätte genauso gut die verschiedenen Gebiete auch wieder in Level aufteilen können. Und dann wäre es ganz toll. Wir nehmen es mal wirklich so und sagen, ein Level Hack ist hier eine Ausnahme. Schickt mir jetzt keine 30 Minuten ein Level Hacks. Ich warne euch. Wenn es wirklich von ihm ist, hat das Ganze 5 Punkte verdient. Aber die Decke ist jetzt kein Minuspunkt, weil das ist halt einfach nur irritierend und da muss man sich dran gewöhnen. Das ist jetzt nichts wirklich Schlimmes. Aber ansonsten, ich kann es mir nicht vorstellen. Warum wird er mir einen englischen Hack schicken? Ich meine, wenigstens, wenn er so hacken kann, ja, dann wird er sich ja wohl die Minute nehmen können, mir da was auf Deutsch zu schicken. Deswegen bin ich mir da unsicher. Wir machen weiter mit Yogi JSH. Ich weiß nicht mehr, wo die Groß- und Kleinbuchstaben waren, deswegen... Entschuldigung, weiß ich nicht, wie ich das ausspreche. Es könnte auch Yogis JH... Hier steht auch immer Holz. Hallo, hallo, hallo. Freut mich, dass du mein Level spielst. Es standen zwei Namen in der... Also Yogi Dingens war dann der YouTube-Name und hier hat er sich Holz genannt. Irgendwie sowas war in der Mail. Ich habe nicht mehr alles im Kopf. Ich bin schrecklich, ich weiß. So, bin einkaufen. Na, viel Spaß, Yoshi. Gut. Dann schauen wir mal nach links. Let's play your level. Okay. Ich vermute mal, dass genau da ein unsichtbarer Block für mich mal ist. Und da genauso. Und dann darüber und darüber und ein Leben und darüber und darüber und kein Leben. Denn das war der Weg zurück. Haha. Du bist ein Pilz. Was willst du denn damit nur von mir? Hi. Darüber. 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 Es ist auf jeden Fall wieder genau das, was ich mag. Es ist viel hin und her und auch teils mit rückwärts im Level. Ich mag sowas. Das macht mich glücklich. Das ist schön. Denn, ja, ganz ehrlich, man muss nicht sowas an den Tag legen wie der andere Hack, um ein gutes Level zu bringen. Also gameplaymäßig kann das Ganze auch problemlos sowas hier sein. Optisch, wenn es gameplaymäßig denn stimmt. So rum. Njaum. So, da kann ich vermutlich rein. Ich wollte es gerade wieder sagen, weil die Münzen drauf waren. Ein Bonusraum mit ganz viel Geld. Und mehr Zeugs da oben. Komm ich da rüber? Hilf's. Mond. Mond. Sehr schön. Wenn die Leute jetzt auch mal aufhören könnten, den Mondzähler als Spam zu markieren in den Kommentaren, dann würde man die vielleicht mal wieder finden. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum sie es tun. So. Dip. Weiter. Yep. Und das sieht mir so aus, als wäre hier recht bald Schicht im Schacht. Denn das war die letzte. Komm schon. Komm schon. Darüber. 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 Okay. Kurz und knackig, aber als Level wahnsinnig gut. Hat mir gefallen. Das ist das, was ich erwarte. Das ist, also was ich mir...
des Öfteren schon erhofft hatte. Das sind nämlich, wie gesagt, nehmt euch das und setzt es irgendwo in... Designmäßig hätte es in Chocolate Island gepasst. Halt in Welt 6 von Super Mario World. Das hat gepasst. Das kann man da so ruhig hinsetzen. Das war schön. Und dementsprechend passt es ja eigentlich wirklich nur dorthin, denn es war Nintendo-like. Und Nintendo-like sind nun mal die 4 Punkte. Ich kann endlich höhere Zahlen geben. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Gut, damit dann würde ich sagen, ich bin Mero. Das war's für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal mit mehr Let's Play Your Level. Bis dahin und tschö, tschö.